Es geht mir in dem Video um Eifersucht und Liebeskummer. Ich habe einen Aspekt, der mir wichtig ist, zum ersten Video dazu zu fügen. Der Aspekt ist, was wir uns in dem Moment beziehen, wir sind ja dann ganz fest im Aussen bezogen, das ist der Mangel. Wir vermissen Berührung, wir vermissen gutes Zureden, wir vermissen Sex, wir vermissen jemanden, der kocht, wir vermissen letztlich jemanden, der uns seine Aufmerksamkeit schenkt. Sobald es uns aber gelingt, in diesen Moment zu kommen und ganz da zu sein mit dem, was ist, und dem Moment sein Potenzial zu sehen oder dem seine Möglichkeit oder dem sein Geschenk zu sehen, ändert sich das Ganze in einer Sekunde oder schneller als das. Und man sieht wieder, was der Moment wirklich bietet. Ich möchte ein Beispiel machen, um das anschaulicher zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind im tiefsten Liebeskummer oder in der tiefsten Eifersucht. Und dann sind Gedanken dort, wo der Partner ist oder was jetzt könnte sein. Sobald ich das merke und sage, oh, ich möchte wissen, was jetzt der Moment mir wirklich als Geschenk bringt. Und nur schon die Frage alleine, das werden Sie merken, wird ganz viel in ihren Wahrnehmung und ihren Gefühlen ändern. Und Ergebnisse, die Frage könnte bringen, sind, oh, ich kann am Morgen um 3 auf den Hometrainer oder etwas lesen oder einen Film schauen, ohne Kopfhörer. Ich kann am Morgen um 3 mit meinem Freund telefonieren. Wenn man eine Beziehung hat, ist das meistens nicht so einfach. Der Leerraum, der dann entsteht, der gibt uns ganz viele Möglichkeiten. Nach einer Beziehung, und ich bin im tiefsten Liebeskummer, eine der Qualitäten ist, ich muss nicht um 6 Uhr beim Essen sein. Ich kann erst um 9 Uhr überhaupt heimgehen oder gar nicht. Ich kann vielleicht jemanden treffen, den ich sonst nicht könnte, weil es sonst die Beziehung stressen oder strapazieren würde. Gleichzeitig kann ich vielleicht eine Reise machen, die mein Partner nie hätte cool gefunden. Und ich kann in dieser Reise ein Timing brauchen oder auch in meinem Alltag, das für meinen Partner schwierig wäre. Ich möchte ein Beispiel sagen. Ich bin oft mit Frauen gereist früher. Ferien sind nicht so mein Ding gewesen. Und wenn eine Frau sich das wirklich gewünscht hat, dann haben wir mal eine Reise gemacht. Und in diesen Reisen ist es oft so gewesen, dass die Frauen, weil sie das ja gerne gemacht haben, schon ganz klar sich überlegt haben, was sie gerne machen würden. Das heisst, wenn sie so wollen, wenn sie sich übertrieben darstellen, haben sie mich hinhergeschleift und haben mir das Museum gezeigt und Kirche gezeigt und den Park gezeigt und das eine Restaurant und am nächsten Tag ein anderes und am nächsten Tag ein drittes und am nächsten Tag ein viertes. Und ich bin gar nicht wirklich zu mir und in meine Ruhe gekommen. Ich hätte nämlich viel lieber das viel, viel langsamer angegangen. Ich bin dann mal in Neuseeland und ich bin allein gewesen. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich bin nach der ersten Phase, die eine geführte Phase war, bin ich noch 2 Wochen länger geblieben und musste dann herausfinden, was ich jetzt wirklich am liebsten mache. Ich habe mich mit Neuseeland vorher, ich habe viel gearbeitet, nicht wirklich auseinandersetzen können. Und ich bin fast einen ganzen Tag am Flughafen gesessen und habe Prospekte und Reisebroschüren und Unterlagen vom Tourismusbüro studiert, bis ich wirklich gewusst habe, was mir gefällt. Ich habe einen Haufen gemacht von den Sachen, die mich ein bisschen ansprechen, von denen, die mich gar nicht ansprechen und von denen, die mich richtig ansprechen. Und bin das wieder durchgegangen und habe die Öffnungszeiten angeschaut, habe geschaut, wann die Angebote stattfinden und wo sie sind, habe mich dann auseinandergesetzt, wie ich am liebsten reise, ob das öffentlich ist oder ob das mit einem Auto ist oder vielleicht ein Motorrad in Frage kommt. Und irgendwann habe ich genau gewusst, was ich will. Und dann habe ich total Freude an meiner Reise. Ich habe bis heute keine Frau getroffen, die damit umgehen könnte, dass man in einem fremden Land einen ganzen Tag am Flughafen verbringt, um herauszufinden, was man will. Aber in dem Moment war das genau das, was ich am liebsten auch machen wollte. Und es hat mich nachher zu meiner Erfüllung gebracht. Und ich bin langsam durch das ganze Neuseeland durchgereist und habe das gemacht, was ich wirklich am liebsten wollte. Es war nicht viel Spektakuläres drin, aber es war genau das, was mich gefreut hat. Das ist so, die Lücke füllen, wenn dann jemand nicht da ist oder etwas fehlt, dass ich herausfinde und wirklich mit der Frage mich auseinandersetze, was möchte ich jetzt am liebsten? Fast immer in Beziehungen sind die, was möchte ich jetzt am liebsten fragen, kompromissbehaftet. Was die Geschwindigkeit angeht, was der Rhythmus angeht und vielleicht sogar was die Sache selber angeht. Das ist die grosse Lücke, die sich es lohnt zu erforschen, wenn Liebeskummer da ist, wenn Eifersucht da ist oder vielleicht sogar,
wenn Langeweile da ist. Ich habe es nie erlebt, dass diese Frage keine Antwort in mir hervorgerufen hat. Manchmal, wenn es schmerzhaft ist, ist es schwierig, den Raum zu geben, wo die Frage drin entstehen kann, oder die Zeit zu geben, oder einfach im Lehnstuhl zurückzulehnen und nichts zu machen, und wenn andere Gedanken können, die wiederziehen zu lassen und wirklich mit dem Leerraum von dieser Frage zu bleiben, was möchte ich jetzt am liebsten? Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bye-bye.